Und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Desert Worlds DLC. Und erstmal noch ein paar Ansagen so zum Anfang. Also zum einen, die erste Mission habe ich jetzt nochmal am Stück ausgebracht, aber das war schon eine relativ lange Folge. Spätere Missionen, die länger dauern, werde ich dann mal in Teile schneiden, und zwar nachträglich. Das heißt, ich spiele die Mission am Stück durch und versuche dann die, wenn es lange dauert, in ähnlich große Stücke zu schneiden. Was mal als Info, also es wird nicht jede Folge immer überlang sein. Dann sind wir hier in der nächsten Mission und da haben wir jetzt auch eins unser Hauptquartier aus dem Generalstab. Und das heißt auch, wir werden mit diesen Einheiten aller Wahrscheinlichkeit nach mehrfach kämpfen. Da muss man ein bisschen besser aufpassen jetzt als mit den Griechen in der Epirus-Offensive. Wir haben sogar ein Bonusziel, das zukünftige Szenarien vereinfacht. Bei diesen Bonus-Ziel-Sachen, da muss man sagen, also in den bisherigen DLCs war das so, dass das quasi in der Kette ist. Wenn man im ersten Szenario das schafft, ist das zweite Szenario besser und das, also sozusagen hier dann entlang sind wahrscheinlich die Szenarien. Und dann ist es so, dass es im zweiten Szenario häufig auch ein Bonus-Ziel gab, das man aber nur vernünftig erreichen kann, wenn man im ersten das Bonus-Ziel erreicht hat. Und im dritten geht es weiter und so. Das war zumindest bei vorigen DLCs streckenweise so. Mal sehen, wie das hier umgesetzt ist. Ansonsten, wir haben schon ein schön gefülltes Prestige-Konto und es ist nach dieser Mission eine Konferenz, wo man dann wieder ein bisschen kaufen kann, und gehen wir mal ein auf Kompass 1. Ohne Eisenbahn und genügend LKWs endete der lethargische Vorstoß der italienischen 10. Armee nach Ägypten 1940 bei Sidi Barrani. Mussolini hatte sich in der Annahme geirrt, dass eine bloße Machtdemonstration ausreichen würde, um das britische Empire einknicken zu lassen. Im Dezember war die zahlenmäßig unterlegene, aber hochmotivierte und mobile Western Desert Force bereit, die Operation Kompass zu starten. General Warfel hoffte, die italienischen Massen mit Tempo und konzentrierten Kräften aus Ägypten vertreiben zu können. Hier unsere westliche Wüste in der deutschen Übersetzung. Dann gehen wir mal rein. Die Mission kenne ich jetzt selber auch noch nicht. Im Vergleich ja zur Epirus-Offensive, die ich dann auch schon vorher ein paar Mal angeguckt hatte. Seit Monaten sind die Italiener bei Sidi Barrani statisch eingegraben. Wir sind massiv in der Unterzahl, doch das Middle East Command schätzt, dass bessere Mobilität und Ausbildung unserer Kräfte den Nachteil ausgleichen. Deine Befehle lauten, tief hinter die feindliche Frontlinie vorzustoßen und ihre Einheiten zu umzingeln und zu zerstören. Hinweis 1. In dieser Kampagne befehligst du deine Kräfte allgemein auf Brigadestufe. Dabei kann jede Einheit nur 5 Truppenteile und 2 Spezialisten unterbringen. Hinweis 2. Zwei neue Feldseitenarten spielen eine wichtige Rolle auf diesem Kriegsschauplatz. Achso, Garde und Böschung. Gelände. Weitere Details kann man noch finden. Willkommen in der Wüste. Okay, das sind das alle unsere Einheiten. Das sind ja nun wirklich nicht viele. Das sind die gegnerischen Einheiten. Irgendwie an, ja, wir haben eine Gruppe. Eine Verstärkung für irgendjemanden. Hier sind unsere Hauptziele. So, bis Zug 5 da hinten sein. Da die 5 LKWs, von da läuft die gegnerische Versorgung. Da können wir unsere eigene noch ein bisschen anheben. Da können wir den noch erobern. Ja, wir haben 6 Züge. Was haben wir hier? Landungsfeuer. Hier eine sichtbare Feindeinheit in einem Küstenfeld attackieren. Und einen Luftangriff. Gut, wir haben an Einheiten offensichtlich 2 Panzer. Die jetzt, wie man der Zahl nach sieht, auch noch häufiger mit dabei sind. Gerade 3 Plus-Einheiten wird man auch sehr häufig haben. Und okay, die haben wir jetzt nur in diesem Szenario. Und wir haben hier unser Hauptquartier. Dürfen auch noch ein bisschen kaufen. Gegen Prestige. Fehlt sich an sich, in der Reserve haben wir nichts. Und wir haben noch einen LKW. Die Frage ist, wie ist denn unsere Versorgung? Ja, wir haben hier hinten eine, da ein LKW-Punkt, da ein LKW angeschlossen. Geht das bis hierhin? Wenn ich das richtig interpretiere, könnten wir hier die Häfen nutzen nach der Eroberung als Versorgungspunkt.
Und der Gegner hat hier drüben LKWs, was wohl auch die ganze Versorgung ist. Karte überschaubar groß. Stärkung gibt es keine. Ja, so als erstes wohl sie die Barani einnehmen und wahrscheinlich denke ich mal vorläufig hier einen zweiten drauf bauen und den dann nachher wegnehmen, sobald der Hafen erobert ist. Na gut, was können wir denn noch upgraden? Nein, wir haben durchaus ein bisschen Geld. Bilder werden. Sonst wir haben Infanterie. Achso, indische Infanterie und britische Infanterie. Zwischen Panzer. Ja gut, also ich finde es eigentlich schon ganz schön, wenn unsere Panzer vielleicht stark sind. Gerade den mit 3 plus, wenn der möglichst viel Feuerkraft hat. Mal überlegen, müssten wir diese Karte eigentlich jetzt spielen? Hätten wir nämlich im Zweifel nicht so viel Erfahrungsverlust und können sich ja durchaus lohnen, sage ich mal, die Einheiten, die wir jetzt sowieso länger haben, jetzt schon mal hochzuziehen. So, aber wir dürfen den gar nicht jetzt spielen. Ich hatte hier noch nie, glaube ich, die Karte, deswegen. Also Einheiten, ja. Biete Truppenteile zu. Jetzt können wir die gar nicht spielen. Vielleicht dann erst mit einem Einsatz außerhalb der Vorbereitungsphase. Na gut, ich hätte ganz gerne. Ah ja, wir können ja nur bis Stufe 5. Sonst, wenn die schon mal möglichst stark sind. Dadurch direkt halt eine Erfahrungsstufe. Ja, das ist immer so diese Abwägung. Will man das wirklich? So, und dann. Ihre würden natürlich noch gegen Verschanzung helfen. Wenn wir die auf so einen Panzer setzen, dann kann die auch richtig gut verschanzte Positionen angreifen. Und jetzt muss man doch aufpassen. Vielleicht noch was Billigeres und dann, dass wir auch noch ein bisschen was für die nächste Konferenz übrig haben. Ich würde zum Beispiel noch Artillerie ausgeben. Achso, das haben wir als Panzerabwehr. Artillerie oder ein Aufklärer. Gut, wir könnten zum Beispiel den Aufklärungsmarker noch hier den Panzer geben. Die sind ja eigentlich immer recht mobil unterwegs. Und ja, den Rest behalten wir mal. So, wie sieht's aus? Wir haben einen Luftangriff pro Runde und 5 Landungsfeuer insgesamt, wobei 5 Landungsfeuer in 6 Runden heißt, wir können schon die meiste Zeit schießen. Und wir müssen sehen, den Gegner hier möglichst zeitnah zu erwischen und natürlich auch möglichst günstig, weil wie gesagt, viele unserer Einheiten werden wir ja hier in mehreren Szenarien haben. Die Frage, lohnt es sich, direkt zu versuchen, hier zu umgehen? Weil der hintere Panzer kann noch überhaupt nicht so recht eingreifen. Hier alles anbei. Was noch letztes Mal in den Kommentaren drin stand, was auch ganz hilfreich ist, dass man mit dem Mausrad die Angriffe einfach durchschalten kann. Kann man schon sehen, was sich im Zweifel lohnt und was nicht. Hoffnung ist zum Beispiel ein bisschen, dass wenn wir diesen Panzer hier mit der Artillerie erwischen, dann vielleicht unser Panzer sehr gut gegen den austeilen könnte. Wenn wir den dann möglichst so schlagen können. Wir versuchen es mal. Ja. Das war jetzt ein Klick daneben. Andererseits ist er durch die Kontrollzone besetzt und wir können da weiterfahren. Und leider. Jetzt noch nicht so genutzt, wie ich es gerne hätte, ehrlich gesagt. Ich könnte natürlich auch versuchen, ob wir die Gegner hier alle einkesseln können.
Die haben ja nicht den Hafen da als Versorgungsquelle, das kommt von da hinten. Und die Mission war ja doch, dass wir viel kesseln sollen, oder nicht? Richtig verstanden habe, wir können das einfach mal markieren. Da ein Zweifel kommt, du, ja, kommst hier nicht gleich dran. Das reicht. Beziehungsweise irgendwer muss natürlich auch auf unsere eigene Versorgung aufpassen. Ne, da ist einer, okay. Och, das. 0 zu 2 und schon ist der teure Pionierspezialist weg, wie immer. Hätte es auch jemals anders laufen können. Momente, da wird man die Mission am liebsten wieder neu starten, aber okay. Wir sind jetzt schon drin. Suchen die Einzelkästen. Wir könnten natürlich theoretisch mit dem Bomber noch versuchen, den Panzer schwächen können, aber gut, wir müssen mal eben auch unsere eigene Versorgung decken. Ihr euch da hinstellt und hier Kontrollzone etabliert. Sollte das alles ungefähr auf Dauer schon funktionieren? Du kannst vielleicht auch schon leicht nach vorne. Wie hier ist nach der Bewegung ein bisschen was blockiert, aber dass du alle noch in Kommandoreichweite hast. Meinetwegen kann der Bomber noch versuchen. Ich hatte auf direkten Schaden gehofft. Ich meine, wir könnten auch dieses Feuer mal versuchen. Wir haben eh für fast jeden Zug einen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie stark das letztlich ist. Oh ja, doch, immerhin. Man könnte hier drüben fast auch das 1-1 riskieren, weil wir die eh nicht länger haben. Ich hätte zwar, dass unsere Kanone dabei kaputt geht, ne. Immerhin etwas. Ja, ich würde sagen, wir können den Zug beenden. Bei uns ist sogar nicht mehr die Logistik blockiert. Das heißt, wir könnten denen da drüben ein wenig helfen. Dafür geht es jetzt hier halt den Gegnern schlecht. Weiterhin mit denen einfach riskieren, drauf zu hauen. Zum Beispiel mit dem Panzer hier in 2-0. Hat sich dann der erste Ort erledigt. König, die bleiben hier noch ein Problem. Da stehen wir hier rum. Ich meine, je schneller wir den Ort erobern, desto besser. Sind in Zug 2? Waren die in Zug 3? Also im nächsten Zug erobert haben und gleichzeitig hier rumfahren. Okay, 1-1 mit dem Panzer, das muss man jetzt nicht machen. Sonst hier könnte schon mal das Feld. Das Problem ist natürlich, der gegnerische Panzer hat hier einmal Überversorgung, weswegen der einen Ticken länger stabil bleiben würde. Ja, den Angreifen, genauso wie die in der Stadt, hat gerade eher wenig Aussicht. Aber wir müssen daran. Den Überraschungsangriff hatten wir noch nicht mit dem Akku freigeschaltet, oder? Oder Täuschungsangriff, ach, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, aber das, wo beide, bei beiden nur ein Truppenteil unterdrückt wird, nein. Das hatten wir jetzt noch nicht. Es wäre wahrscheinlich hilfreich, wenn jemand mit Artillerie die Stadt erreicht. Da scheint mir diese mobile Einheit zu sein. Dass wir da so für den nächsten Zug drauf schießen können. Den Panzer würde ich eigentlich gerne versorgen, auf jeden Fall schon mal.
bis da hinten auch noch dich nochmal an einem anderen 0 zu 2 versuchen. So, der andere Panzer. Es wird kompliziert, und wenn man das versuchen noch. Nein. Aber nee, es ist alles schwierig. Also wir müssen die am besten auch noch eingekesselt halten. Du könntest ja zum Beispiel... Also du hast da eine Kontrollzone. Die müssen wir auch halten. Der Panzer kann aber vielleicht trotzdem schon mal nach vorne. Der vielleicht von der Artillerie geschwächt ist, dass wir einfach noch mehr Angreifer haben. Hier, dann könntest du vielleicht noch ein Feld vorrücken. So, und du kannst versuchen, mal wegen da deinen Angriff auszuteilen, ist der Feind noch ein bisschen geschwächter. So, und der Kollege. Könnte auch versuchen, die da ganz rauszunehmen oder den Feind da abzuschneiden oder sich auch doch erstmal hier mit ranzustellen. Dass sich jetzt aber genügend Angreifer in der Stadt sind. Wenn wir hoffentlich planmäßig den Hafen nächstes Mal erobern, werde ich hier auch schon einen LKW rausnehmen. Greift euch jetzt noch versorgen und dann, wenn wir es erobern, haben wir direkt da einen LKW und Versorgung, wenn alles hoffentlich nach Plan läuft. Sonst schießen wir mal diese Runde auf keinen, dann haben wir die eine Runde, wo wir es nicht gemacht haben. Gut, oder wir schießen auf den Sidi Barani in der Hoffnung, den schon mal möglichst zu schwächen, dass die Einnahme gut klappen könnte. Wenn wir jetzt noch einen guten Bomberangriff auf den kriegen. Oder lieber versuchen, den Panzer zu schwächen. Ja, angreifen ist immer noch so eine Sache. Lohnt sich noch nicht so sehr. Aber er ist immerhin geschwächt. Jetzt ziehe ich dahin zurück. Na gut, jetzt ist er natürlich auch wieder versorgt über da den direkten Weg. Zumindest die Stadt und die andere Einheit sollten bald klappen. 1, 1 zu 2, 2 zu 1, sonst nehmen wir mal wieder. Okay, jetzt sind wir hier zumindest auf zu Nuller Wert. Ja, du hättest auch zu Null auf den Panzer, also das passt schon. So, unser HQ wird besser. Ein Aktionspunkt mehr wäre einiges wert, aber zum Beispiel auch, ich glaube, Notversorgung können wir häufiger gebrauchen. Das wäre auch wahnsinnig toll. Also ziemlich die günstige Notversorgung. Ich glaube, die werden wir in diesem Szenario häufiger sehen. So, damit ist die Stadt schon mal genommen. Wir nicht viel machen. Den LKW, den wir frei haben. Können wir dann hier platzieren? Dann müssen wir das jetzt alles nur noch zusammenschließen. Dann der LKW auch raus und demnächst auch da rein. So, jetzt haben wir bis Runde 5 diese ganzen Ziele. Das heißt, wir müssen hier entlang rücken. Und weil der Ort hier irgendwie nur Zug 6 ist, glaube ich, man kann den einfach einkesseln. Das ist sogar noch ein Angriff. Das könnte jetzt langsam zu viel des Guten sein. Aber dann haben unsere Panzer zumindest noch ihre Attacken frei. So. Jetzt noch ein Infanterist, den umhauen könnte. Könntest du weiter, und wenn wir das alles hier vernünftig verbinden, dann passt das eigentlich auch schon, denke ich, dass der Panzer weit vorrückt. Wir können ihn ja Notversorgung zu reduziertem als jetzt. Dann gibst du schon mal hier entlang Gas. Und siehst einen verschanzten Feind. Okay, da ist wohl gut, wenn die
Holt sie auch nochmal Versorgung ab, nebenbei. Der mit der Artillerie auch schon mal nach vorne eilt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass uns hier keiner zu ungünstig in die Flanke fallen kann. Und wer von euch kann noch? Wir versorgen dich noch. So, ihr müsst vielleicht zustellen. Naja, du solltest vielleicht den vernichten. Der irgendwas anstellt. Und den könnt ihr im nächsten Zug einfach auch auseinandernehmen. Sonst auch ein bisschen, also das Saku würde ich sonst auch weiter vorschieben. Wir sind ja geradezu sicher, im nächsten Zug auch wieder ein paar. Also nebenbei, dass es jetzt sowieso nicht in versorgtem Gebiet steht, aber das könnten wir eigentlich einfach klären, indem man hier hingeht, und wir hätten eigentlich auch schon 2-0. Vielleicht können wir den doch schon angreifen. Da kann man noch auf den nächsten Zug warten. Saku auch in versorgtem Gebiet, aber ich würde sagen, du fährst auch schon mal weiter vor. Wir haben zum Beispiel zu denen. Zumindest bis dahin schon mal Versorgung geben, und ihr könnt alle auch den nächsten nachziehen, und wir kriegen noch den anderen LKW. Wir könnten noch Bomben. Mit minus 2 ist die Frage, ob sich das lohnt. Er steht eh nur ein bisschen dicken. Na gut, vielleicht wenn man den bombt und dann nochmal. Kann ja doch das drauf schießen. Na gut, umso besser, dann hier ein bisschen entlang und den rausblocken. Es scheint mir doch, dass das hier. Na, quasi so ein bisschen das Gelände blockiert oder so. Ach, ich sehe es gerade, wenn hier. Okay, ach so, hier. Hier ist aber eine Straße rauf. Da darf man dann schon entlang, aber das sieht ja irgendwie so aus, als ob es das blockiert. Da scheint so eine Art Vor zu sein. Interessant. Gut, ich würde sagen, wir können den Zug beenden. Und er kann weiter versorgen, auch nach der Bewegung. Das ist ja auch mal ein bisschen Glückssache, was jetzt letztlich ausfällt. Na gut, den können wir runterbelagern. Ja. Okay, ist wieder innerhalb von Versorgung. Zug 4. Wir müssen irgendwie jetzt noch hier in die Ziele reingehen. Und Versorgung nach vorne kriegen. Also dazu könnten wir LKW sogar weiter vorne platzieren, oder? Na gut, wenn wir ihn da aufbauen, bringt das auch nicht gerade viel Fortschritt. Hier den direkten Weg besser kontrollieren würde, aber das dauert noch einen Moment. Also sonst sagen wir auf jeden Fall schon mal das Hauptquartier. Versorgt hier schon praktisch, wenn das günstiger ist, aber wenn man da drüben mit der Artillerie schießen will, muss das Akku eigentlich noch näher dran. Ah, und ich sehe, wir können hier den vom Gelände her auch gar nicht angreifen, doch von hinten. Aber wie hier so ein bisschen die Mauer ist, da können wir ihn nicht angreifen. Zug 5. Wir könnten es natürlich mit Artillerieunterstützung versuchen, einfach massiv, ob man dann da reinkommt. Oder den, aber den können wir eigentlich noch runter belagern. Deswegen bin ich eher geneigt, hier drüben stärker anzugreifen. Oh, sieht doch schick aus. Damit wären wir dann auch direkt da drin. Sehr schön, danke liebe Artillerie-Unterstützung. Muss man hier nochmal gucken. Kommen hier entlang und da entlang. Aber hier sind ein paar Pfade blockiert.
Die Versorgung von dem kann natürlich auch problematisch sein. Nicht schon. Man von Aufklärungsdaten noch nicht. Das heißt, Zöllung können wir einnehmen. Bitte Bardia dann auch direkt. Aber dafür wir so oder so zu dem Feld, wo das Hauptquartier steht. Wir müssen wohl die Feindreste, die da anscheinend sich noch hingeflohen haben, zerstören. 1-1. Der Kollege 02. Jetzt hoffe ich doch, dass noch irgendwer. Ja. Akkufeld fahren kann. Dann müssen wir da rein im nächsten Zug. Also ich würde dann auch ja primär auf Bardia gehen und im Zweifel das Ziel noch eine Runde rausschieben. Einfach. Und die kriegt ja gut. Die haben die ihren eigenen Versorgungspunkt. Wir können sie also nur auch nur schlecht einkesseln. Die Frage ist, was machen wir eigentlich mit unserer Versorgung? Ich heiße es ja, dass. Ah, ich verstehe langsam, warum diese Einheit hier unten rumsteht. Ansonsten könnte man vielleicht diese Straße auch ein bisschen nutzen für die Versorgung. Ja, sonst versuchen wir 02 Edin zurückzuschlagen. Als 1. LKW hin. Hier, aber da wird er jetzt auch noch nicht so viel nutzen. Und wenn wir den, den wir haben, ausbauen, gewinnen wir hier auch genau ein Feld. Und das muss wohl reichen. Jetzt auch wieder hoffen, dass bei uns im Hauptquartier im nächsten Zug die Logistik wieder anspringt. Dann alles in Kommandoreichweite, dann bleibt auch da stehen. Zur Not spekuliert darauf, dass hier im nächsten Zug vielleicht irgendwer sich das dann noch krallen kann, die gegnerische Versorgung. Sie alle zusammen das einnimmt. Du stehst noch dem gegenüber, dass der nichts anstellt. Du könntest eigentlich auch noch da ein bisschen. Als okay, jetzt hätte das ja gut theoretisch noch weiter vorfahren können, weil wir hier jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Straße haben. Oh, weiß ich gerade nicht, ob du dich groß bewegen musst. Ja, theoretisch noch den Bomber. Ich meine, minus 2, aber man kann es ja mal versuchen. Drückt ein bisschen, ja. Okay, er kann versorgen. Und ich bin auch richtig froh, dass das reduziert ist, weil dann kann er das jetzt auch dreimal pro Runde schon. Dann können wir einfach direkt unsere Einheiten hier drüben alle wieder in Form bringen. Sehr schön. Und ich finde es auch schön, dass. Ich meine, hier haben wir ja Zeit. Das muss erst im nächsten Zug. Und selbst wenn wir jetzt 10 Prestige da verlieren, solange wir das Bonusziel irgendwie kriegen, wo man vielleicht noch irgendwie aufrücken muss, um angreifen zu können. Ja, wobei ich auch sehe, wir müssen jetzt ein bisschen hoffen, dass der Küstenbeschuss und der Bomber das schon richten. Immerhin. Okay, irgendwer wird Verluste erleiden müssen, um es zu schaffen, wie es ausschaut. Mal euch nochmal, ihr könnt Gegner noch vernichten und hier ein bisschen die Straße noch erobern. Okay, unsere Versorgung vielleicht insgesamt einen Ticken weiter. Kannst da hinten auch nicht mehr so recht eingreifen. Geht da näher an die Straße ran, okay, und genug der Verzögerung.
Irgendwie müssen wir da rein. Sieht doch so aus, als ob wir hier mit dem 1-1 anfangen. Glück gehabt, sie räumen den Ort. Westliche Wüste, jetzt vielleicht auch der neue Kommandopunkt. Ich meine, gut, so ein geplanter Angriff oder so ein billiges Artilleriefeuer, das sind auch ganz nette Sachen. Aber ich finde, mit der günstigeren Logistik haben wir schon eins der besten. Und jetzt einfach noch ein Aktionspunkt, das kann sehr sinnvoll sein. Und kostet natürlich auch ein bisschen was. Ja, und sonst fahrt hier vor. Und dann am effektivsten da rein. Das hier eigentlich die Straße. Fahr du mal dahin. Ja, und bald brauche ich sonst hier auch in den Zielen stehen. Ich habe zwar jetzt keinen Feind so spontan mehr gesehen, der hier noch einlaufen könnte. Weil, warte, was ist, wenn der rausgeht? Und stellt den hier noch ein bisschen her. Das ist ein Ziel und das Akku. Eben noch irgendwas passiert, geh da mit hin. Für ihn. Ja, ja, dann können wir den letzten Zug und diese Stadt da einnehmen, was jetzt auch nicht mehr das Problem sein sollte. Der Zug passiert nichts mehr, der hat keine Versorgung mehr. Können wir jetzt noch ein bisschen gucken. Also das ist doch diese Einheit hier, die Serbiforce, die wir halt nicht nochmal haben. Können wir den irgendwie deren Artillerie nochmal wegnehmen für andere? Nein, okay, ich sehe gerade, weil ich hier aus, weil ich das Akku auf 100% sicher gehen bewegt habe, was wahrscheinlich unnötig war. Ist das mit der verfügbaren Kräfte jetzt gerade anscheinend nicht benutzbar? Das heißt, man an den, das heißt, die behalten auch definitiv ihre Artillerie. Aber gut, dann darf zumindest die Erfahrung noch an andere Einheiten gehen, die wir noch länger haben. Wir hätten den zum Beispiel 3 plus, aber das nicht bei voller Stärke. Und sonst kriegt ihr die Erfahrung, denn ihr habt immer noch 2 Szenarien, dann kriegen wir hoffentlich die nächste Erfahrungsstufe. Ja, nächste Erfahrungsstufe. Na, und wir kriegen von dem Landungsfeuer noch ein bisschen Unterstützung. Spaß, das feindliche Akku noch rumschubsen. Ja, sonst sind hier auch, glaube ich, keine gegnerischen Einheiten. Den Bomber muss man nicht nutzen. Und dann lief das Szenario doch eigentlich ganz ordentlich, muss ich sagen. Verluste hielten sich sehr in Grenzen, nur dieser eine Spezialist gleich zu Beginn, der Pionier auf einem der Panzer. Das war ärgerlich, aber ab dann ging es eigentlich, alle Ziele erfüllt. Nachschub sehr schön und wir haben Bardia erobert. Ja, der Hauptziel auch rechtzeitig erobert, das ist doch mal ganz gut gelaufen. Ja, dann würde ich sagen, sonst machen wir nächste Folge dann die nächste Konferenz und freuen uns hier erstmal über dieses auch ganz gut abgeschlossene Szenario, auch mit Bonuszielen. Ja, und dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.